Moin Teddys und willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich mal darauf eingehen, wie ich am Computer arbeite, da ich dieses häufiger gefragt werde und das natürlich auch Inspiration für andere mit eingeschränkter Hand bzw. auch eingeschränkter Armfunktion sein kann. Am Ende dieses Videos bekommt ihr dann auch eine Bauanleitung, wie man eine sogenannte Tipphilfe basteln kann. Also nach dem Intro geht's los. Die Arbeit am Computer ist für Menschen mit eingeschränkter Hand- und Armfunktion teilweise sehr wichtig, da es die letzte Möglichkeit ist, groß noch was zu machen, beziehungsweise mit einer der letzten Möglichkeiten. Gerade für mich ist es extrem wichtig, dass ich am Computer klarkomme, weil ansonsten könnte ich weder spielen, wie zum Beispiel Diablo 3. Neben dem Spielen am Computer bearbeite ich aber auch meine geschossenen Bilder, ob mit der Drohne oder mit der Kamera, ist da egal. Genauso wie meine ganzen Videos, die ich dann am Computer schneide, das mache ich nämlich selbstständig. Um am Computer die Maus zu steuern, habe ich sogenannte Trackballs. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass ein Trackball eine umgedrehte Maus ist, wo oben die Kugel ist, die ihr dann schön mit dem Handgelenk zum Beispiel hin und her bewegen könnt. Links und rechts davon habt ihr dann zwei Tasten. Seit neuestem habe ich auch eine neue Trackball-Maus, die ich dann mit dem Mausrad sogar bewegen kann. Das ist mega geil, wenn du runterscrollen kannst, ohne auf der Tastatur rumzutippen oder mal rein und raus zu zoomen. Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Es hilft mir auf jeden Fall massig, um an meinen ganzen Projekten zu arbeiten und mich zu beschäftigen. Da es aber natürlich auch Tetras gibt, die ihre Arme gar nicht bewegen können, möchte ich hier auch mal drauf eingehen, wie diese ihre Computer steuern können oder auch spielen. Zum einen gibt es da die sogenannte Integra-Maus. So, jetzt musste ich mal gerade den Vergangenheits-Sascha ein bisschen unterbrechen und den Zukunfts-Sascha mal mit ins Video reinnehmen. Ich bin gerade am Schneiden des Videos und mir ist aufgefallen, dass da was an der Moderation fehlt. Deswegen hole ich das jetzt mal nach. Bei der Integra-Maus habt ihr am Ende einen kleinen Stift, den ihr bedienen könnt wie ein Joystick. Hoch, runter, links, rechts. Alles mit dem Mund zu bedienen. Über das Reinpusten und Saugen könnt ihr dann die linke und die rechte Maustaste benutzen. Der Robert Croissant hat da ein super Video zugemacht. Jetzt wieder zurück zum Vergangenheits-Sascha. Bis dann. Des Weiteren gibt es da aber auch noch den Quadstick. Der Quadstick ist halt quasi eine Integra-Maus, wo ihr zusätzliche Kommandos abgeben könnt. Ich verlinke euch die einzelnen Videos in meiner Beschreibung. Schaut gerne mal vorbei. Das ist echt spannend, was da alles möglich ist. Neben den Mäusen, die mit dem Mund gesteuert werden, gibt es dann aber auch noch eine sogenannte Glass-Use-Brille. Bei der Glass-Use-Brille ist das so, dass ihr über eure Kopfneigung, das heißt nach vorne, nach hinten, links und rechts, dann den Mauszeiger steuern könnt. Ihr habt einen Biss-Schalter, könnt auch einen anderen Schalter nutzen, um dann die Maustasten zu drücken. Es ist eine mega Erfindung. Des Weiteren gibt es auch von Tobi einen Eye-Tracker. Den könnt ihr unter euren Monitor packen und damit dann eure Augensteuerung in Bewegung des Mauszeigers aktivieren. Zum Schreiben am Keyboard oder auch Tasten zu drücken, benutze ich dann sogenannte Tipphilfen. Das sind kleine Schienen, die auf den Finger geschoben werden, die dann es ermöglichen, direkt auf einzelne Tasten zu drücken. Es gibt ja welche, die schieben sich mal einen Stift zwischen die Finger und können damit ganz gut tippen, genauso wie, dass sie die Knöchel benutzen. Dieses ist aber für mich nicht so praktikabel. Einfach aus dem Grunde, da meine Sehnen zu weich sind, kann ich den Stift nicht fest genug halten. Und mit dem Knöcheltippen ist auch nicht zielführend, da ich mich meistens dann vertippen würde. Die Tipphilfen selber wurden früher bei mir aus Plexiglas gefertigt. Mittlerweile habe ich sie aus dem Schienenmaterial Polyform und Ätzeform, welche in der Ergotherapie benutzt werden. Meine Assistentin hat mich dann aber auch noch auf die Idee gebracht, dass man kleine Plastikkügelchen nutzen kann, die sogenannten Polymorph. Links zu den einzelnen Sachen packe ich euch gerne in die Beschreibung. Da Schreiben auf Dauer an der Tastatur mit den Tipphilfen dennoch ein bisschen langsamer ist als mit einem 10-Finger-System, ist ja klar, benutze ich noch von Nuance die Software Dragon Naturally Speaking, beziehungsweise mittlerweile heißt sie Dragon Home. Da könnt ihr einfach den Computer einen Text diktieren und der schreibt das für euch. Die
Spracherkennung klappt richtig gut. Die Software ist nicht ganz billig mit knapp 130 Euro. Dennoch eine lohnenswerte Investition. Wenn ihr möchtet, gehe ich gerne nochmal auf die Software ein. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, ob ihr das nochmal explizit sehen wollt. Dann würde ich mich nochmal dran setzen und für euch ein Video machen. Ich habe euch jetzt einen kleinen Einblick gegeben, wie ich meinen Alltag bzw. meine ganzen Projekte am Computer selbst verwirklichen kann. Vielleicht ist das eine oder andere ja für euch hilfreich. Wie macht ihr das? Wie kommt ihr denn am Computer klar? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr euch zu Hause organisiert habt, damit ihr am Computer klarkommt. Das war jetzt ein kurzes Video. Ich wollte euch einen Einblick geben, das habe ich gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr Bescheid bekommt. Und bis zum nächsten Video. Cheerio! Am Anfang der Tipphilfen ist es wichtig, dass ihr die Form eures Fingers auf ein Blatt Papier oder das Schienenmaterial bringt. Auch das Mittelgelenk muss markiert werden, damit ihr ein Stück davor und danach euch kleine Flügelchen mit einzeichnen könnt, wodurch die Tipphilfe am Finger hält. An der Fingerspitze zeichnet ihr noch 1 bis 2 cm mehr Material mit ein, da kommt die Spitze dran, die ihr braucht, um zu tippen. Mit einer guten Schere bekommt ihr das Schienenmaterial ausgeschnitten. Ausgeschnitten sollte das dann ungefähr so aussehen. Danach legt ihr das Schienenmaterial in ein Wasserbad bei ungefähr 70 bis 80 Grad. Ich habe dafür einen Babyflaschenwärmer genutzt. Nach ein paar Minuten ist es dann weich genug, dass ihr mit dem nächsten Schritt der Bearbeitung fortfahren könnt. Doch Achtung, achtet darauf, dass ihr euch nicht verbrennt, denn dieses Material ist natürlich heiß. Nun legt ihr das Material unter den Finger und klappt die Flügelchen hoch. Es darf nicht zu fest sein, da es sonst Druckstellen gibt. Es darf aber auch nicht zu locker sein, da sie abfallen kann. Von dem Polymorph-Kügelchen nehmt ihr einfach mal 2 kleine Hände voll und packt die in heißes Wasser. Wartet einen Moment und dann könnt ihr sie auch wieder rausnehmen. Solange sie durchsichtig sind, ist es formbar. Wenn es wieder weiß wird, ist es zu kalt. Das Arbeiten mit dem Plastik aus den Kügelchen ist nicht ganz so einfach, da es sehr weich wird. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, ein Muster der späteren Form in Papierform zu haben, damit ihr das besser später zurechtschneiden könnt und nur noch formen müsst. Solltet ihr am Schienenmaterial übrigens scharfe Kanten oder so haben, könnt ihr das entweder im weichen Zustand glatt streichen oder mit der Feile abschleifen. Zu guter Letzt müsst ihr noch die Spitze entweder mit Klebeband abfedern oder, was viel besser ist, mit so einem Gumminopsen. Die Gumminopsen bekommt ihr zum Beispiel beim Gleitmittel für Katheter. Sollte sowas bei euch nicht zu Hause rumfliegen, dann fragt doch einfach mal einen Urologen. Wenn alles gut gelungen ist, könnt ihr damit wunderbar tippen. Sollte es noch irgendwie nicht ganz so gut klappen, einfach wieder warm machen das Material, etwas verändern und dann neu probieren.